Das ist ja ganz ordentlich für einen kleinen Saal. Freut mich ja richtig. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich hoffe, ich mache ja alles richtig. Ich habe vor 2 Tagen zum ersten Mal den Umgang mit Keynote gelernt, muss ich beschämenderweise sagen. Mein Thema heute ist Zeichen- und Gestenerkennung in Echtzeit. Es ist ein grottenschlechter Titel, weil er sagt eigentlich so gar nichts aus. Ich weiß gar nicht, wie ich es sonst noch hätte bezeichnen können. Jedenfalls steckt da eine ganze Menge dahinter und im Grunde genommen geht es. Deswegen letzte Chance, nochmal kurz, bevor ihr geht oder doch da bleiben wollt. Es geht darum, dass man das ein bisschen näher zu erläutern, aber es waren ein paar wenige Zeichen im Titel zur Verfügung. Auf dem iPhone, auf dem Touchscreen beispielsweise Zeichen, Buchstaben, Symbole, Sterne, Kreise und so weiter malt. Und ich habe da einen kleinen Algorithmus für entwickelt, für ein kleines Buch. Und den möchte ich einfach mal vorstellen, wie man sowas relativ einfach umsetzen kann. Man bedenkt sich, boah, Zeichenerkennung und so weiter, das ist ja mal eine ganz große Sache. Ist es nicht. Und ich möchte einfach mal diesen Algorithmus ein bisschen einführen. Ich bin Patrick Völker, komme aus Stuttgart ursprünglich, bin jetzt aber zwangsversetzt nach Düsseldorf, wegen berufliche Sache. Und also wenn mein Schwäbisch ein bisschen zu doll sein sollte, meldet ihr euch. Ich neige dazu, sehr schnell und sehr Schwäbisch zu sprechen ab und zu. Und bevor die Veranstaltung in 30 Minuten durchgehetzt ist, ich habe 60 Slides, ich habe es tatsächlich geschafft, die gestern in der Probe in 20 Minuten durchzuhauen. Meldet euch, kurzen Arm und so weiter. Ich habe auch kein Problem, zwischendrin irgendwelche fiesen Fangfragen oder so, ja, oder Buh rufen, wenn ich zu schnell bin, einfach Bescheid geben, ja. Wie gesagt, also bei Patrick Völker, ich habe 5 Jahre lang in der Werbeagentur gearbeitet, arbeite währenddessen schon seit 5, 6 Jahren immer wieder so als Freelancer für Mobile-Sachen, habe unter anderem ein bisschen an der Konzeption von der Bild-App mitgearbeitet, an der Welt-App. Für einen Axel Springer Verlag, habe für Mercedes-Benz bei uns so verschiedene Sachen wieder mal gemacht. Meistens mit Gamification im Hintergrund oder wie man versucht, wie man bestimmte Elemente, Informationen und so weiter möglichst spielerisch an den Mann kriegt. Habe Programmier seit Gott, seitdem ich mein C64 damals gebraucht gekriegt habe, programmiere ich Spiele. Ich spiele selber äußerst ungern. Ich weiß gar nicht warum, aber ich entwickle die Dinger so saumäßig gern. Dementsprechend bin ich dem Casual Gaming so ein bisschen verhangen. Was ich gar nicht so mag, sind so 3D-Shooter oder so. Da komme ich nicht mit. Da bin ich auch völlig untalentiert. Aber so Casual Games ist genau mein Ding. Und darüber habe ich jetzt im Juli ein kleines Buch veröffentlicht. Ich habe erst gestern erfahren, der D-Punkt Verlag hat ja auch seinen Stand, bei dem ist erschienen. Also wenn euch die Veranstaltung nicht ganz ankotzt, gleich hochrennen und das Buch kaufen. Und ja, ach Gott, ich lege jetzt einfach mal los. Könnt ihr später noch fragen, wenn ihr nicht wisst, wer ich bin. So, am Anfang ganz kurz 2, 3 langweilige Slides über die Steuerungsmöglichkeiten in Mobile Games. Ist jetzt nichts Großartiges. Die Schwierigkeit, was viele Spieleentwickler gerne, vor allen Dingen in der Anfangszeit, missachtet haben, ist gerade, wenn man solche Spiele portiert von der Wii oder von der Xbox oder auch PlayStation Portable, Nintendo, wenn man da versucht, sowas auch von Flash eben aufs iPhone zu transportieren oder von mir aus auch andere Smartphones. Das große Problem ist immer, das Ding hat ja keine einzige verschissene Schultertaste. Ja? Also hier oben, das Dingsbums hat 12, allein 12 Tasten mindestens für irgendwelche Fighter-Spiele und so weiter, wo man so möglichst viele Sachen gleichzeitig machen muss. Papa, da muss man auch richtig akrobat sein, geht auf dem iPhone nicht. Und dementsprechend sind solche Spiele meistens auch relativ unspielbar. Es gibt ein paar schöne Ausnahmen, möchte ich gleich zeigen. Das gleiche für die Wii. Ich meine, die Wii ist ja schon ganz cool. Ich hatte ja auch so einen Bewegungssensor drin, kann man schöne Sachen mitmachen. Nur wenn ich bei der Wii irgendwas bewege, habe ich es vorne auf dem Monitor und wenn ich mein iPhone bewege, sehe ich halt gar nichts. Und dementsprechend ist auch ein Thema eben auch in meinem Buch, wie man so verschiedene Sachen eben umsetzt, dass es irgendwie auch sinnvoll ist. Und ja, eigentlich haben wir nur einen Ausschalter, den können wir kaum nutzen, und ansonsten einen Touchscreen und den Bewegungssensor. Und damit gibt es eben verschiedene Steuerungskonzepte. Und da muss man eben irgendwie kreativ werden. Die einfachste Steuerungsmöglichkeit ist ganz normal Touch. Ich habe meinen Monitor, Touch drauf. Ganz klassischer Vertreter dafür ist Kernelbelt. Kennt wahrscheinlich jeder, als er irgendwie mal ein bisschen mit iPhone gespielt hat. So die ganz klassischen One-Thumb-Games. Normalerweise rennt das Männchen selber und wenn man drauf drückt, hüpft oder schießt, macht irgendwas in der Art. Das ist das einfachste Prinzip, auch einfach umzusetzen. Ganz klassisch Drag and Drop. Typisches Beispiel dafür, der Vertreter ist Angry Birds. Ich habe mein Sprite, ich ziehe es, lasse es wieder los und dann passiert irgendwas. Auch ganz gern für irgendwelche Puzzle-Spiele beispielsweise angedacht. Dann Gesten, da am weitesten verbreitet sind natürlich Swipes, hoch, runter, links, runter. Klassischer Vertreter gerade aktuell ist Temple Run. Weiß nicht, ob der eine oder andere schon gespielt hat. Wer ist denn hier Gamer? Darf ich mal so ganz kurz in die Ecke fragen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also gut, Casual Gaming oder auch so richtig die Hardcore-Sachen für 4,99 aufwärts. Oder wie viel kosten die seit gestern? Casual Gamer? Gut, willkommen in meiner Welt. Auch so halb, halb? Okay.
Also Temple Run dürfte vielleicht bekannt sein, gibt es ja mittlerweile auch zig Clones davon. Hüpfen per Swipe, Sliden per Swipe nach unten. Dann Bewegungssensor, wahrscheinlich bekannteste Vertreter überhaupt ist Doodle Jump. Auch andere sind diese ganzen Physikspielchen, mit denen man irgendwelche Bällchen durchs Labyrinth jagt. Labyrinth, Marble Mason, was es da so gibt, in dem man einfach das Handy ein bisschen bewegt. Und dann gibt es so, was so mein richtiger Hassvertreter in diesen Steuerungen ist, ist das virtuelle Joypad oder irgendwelche Buttons, wo man dann so spielt, völlig gebannt ist in völlig stressigen Situationen. Ist wahrscheinlich jedem, der schon mal was gespielt hat, gegangen, falsche Taste gedrückt, Spiel von vorne, unheimlich nervig, einfach weil es da kein Feedback für solche Sachen gibt, kein Force-Feedback, weil man da den Button einfach nicht spürt. Und es ist einfach meistens relativ intuitiv und macht einfach ja, wenig Spaß. Und wir denken nochmal zurück, bei Fighter-Spielen braucht man so mindestens 12 Tasten für alle möglichen diagonalen, schrägen Headkicks oder um den Gegner zu köpfen oder so. Bei Barbarian macht natürlich 12 Buttons auf dem Screen, muss man erstmal umkriegen, macht natürlich so keinen Spaß. Es gibt noch ein paar schöne, sehr intuitive Steuerkonzepte. Eins davon ist die Trace-Steuerung. Ich weiß gar nicht, was der offizielle Name ist. Ich nenne es immer nur so. Es ist ganz klassisch, kennt auch schon jeder schon seit Jahren, Flight Control oder Clones in der Art mit Harbor Master. Hier ist ein Screenshot davon, in dem man so ein Boot anwählt und dann praktisch ihm vorgibt, wie es fahren soll, die Spur vorweg gibt und das Ölchen, Boot oder das Flugzeug dementsprechend verhält sich dann genau oder bewegt sich eben genau entlang dieser Linie. Eine sehr schöne Steuerung, die vorher so eigentlich nur schwer machbar war, weil mit dem Mauszeiger im Flash-Spiel beispielsweise im Browser macht es natürlich keinen Spaß. Hat man nie so gut unter Kontrolle. Und insofern sehe ich so die Zeit gekommen, dass es eigentlich, ist ja schon ein schöner erster Vorreiter, aber da kann man noch viel mehr machen, dass man Spiele eben auch wirklich intuitiv bewegen kann. Dass man beispielsweise bei irgendeinem Kopfabschlagspiel über eine schöne Kreisbewegung einen richtig schönen Schwung holen kann. Tekken 1 bis was weiß ich. Sowas in der Art kann man damit eigentlich ganz schön umsetzen. Sehr schöne Vertreter von einer Draw-Steuerung. Die ein bisschen damit verwandt ist, ist Da Vinci. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, hat dieses Jahr den Apple Design Award bekommen. Das sind drei junge Münchner Studenten. Ein tolles Spielkonzept. Da wird im Prinzip muss ein Heißluftballon durchs iPad oder im Prinzip durch verschiedene Screens gejagt werden und man steuert im Prinzip den Wind. Das heißt, ich kann jetzt hier nach oben swipen, dann hüpft er durch. Ich kann hier einen Wirbelsturm entfachen, indem ich eine Kreisbewegung mache. Man sieht so ein bisschen dieser Blitz, das ist so, was der Benutzer da getrackt hat. Also was er da bewegt hat, das wird eben dargestellt. Ein paar schöne Sachen hier, kann man Wirbelsturm und so weiter machen. Also über verschiedene Wetterverhältnisse, Unterdruck, Oberdruck, Wind, Wirbelstürme, sehr, sehr schöne Sachen. Und man kann nicht nur den Heißluftballon bewegen, sondern auch beispielsweise hier so Ventilatoren, kann die anderen ausschalten, sieht man hier, schön gemacht. Tolles Spiel. Und ich finde, das hat nicht umsonst einen Apple Design Award bekommen, ist einfach ein sehr tolles Spielprinzip. Und in die Richtung, ich sollte mehr hier sein. Habe ich irgendwas verdeckt? Okay, also dann bin ich mehr. Ich bin jetzt mehr hier. So, und dann gibt es noch die schöne Kombi-Steuerung. Das ist jetzt tatsächlich ein 3D-Kampfspiel. Fight Night Champion von EA Sports. Das kombiniert tatsächlich alle Möglichkeiten der Steuerung. Es gibt hier diese Draw-Steuerung. Dann kann man über Accelerator links, rechts ausweichen. Ich kann swipen. Dann gibt es einen Kickoff hier. Also im Prinzip wird das Spiel wirklich gesteuert, indem man eine ganze Menge Gesten auswendig lernt. Ich zeige nochmal schnell am Anfang. Ich gebe das Video nochmal kurz zurück. Es sind wirklich eine ganze Menge, macht natürlich so am Anfang wenig Spaß. Hier, da haben wir Uppercuts, die über Swipe-Bewegungen gesetzt werden, Hooks, Right Hand und so weiter. Normalerweise, deswegen bin ich in so 3D-Spielen auch relativ schlecht. Ich kann mir nicht mehr als zwei oder drei merken, wundere mich, warum ich gnadenlos untergehe. Ja, hier sieht man, wie man übers Tilten, über den Bewegungssensor dementsprechend bewegen kann. Und auch einfach nur Touch-Bewegungen, wie man da einen Gegner eins runtersetzen kann. Sehr schön, hochkompliziert. Aber es ist natürlich jetzt auch wirklich dieses Prinzip in der 3D-Welt umgesetzt. Schön gemacht. So, und das Ziel jetzt von unserem kleinen Workshop hier ist, die Entwicklung eines einfachen Algorithmus zur Erkennung von gezeichneten Buchstaben und Symbolen auf dem Screen. Das ist die Kurzbeschreibung. Und ja, fangen wir mal an. Was wir jetzt erreichen wollen, innerhalb wenigen Codezeilen, ich glaube, es sind nicht mehr als 20 oder 25, ist, dass wir auf dem Touchscreen eine Bewegung machen und unser iPhone erkennt dann, was wir gezeichnet haben. In diesem Fall ein L, hier ein O oder eine 0 oder ein Kreis, dementsprechend, was man machen möchte. Und dann auch, wie man das Ganze anwenden kann in Spielen beispielsweise, dass unser Männchen dementsprechend reagiert, indem ich mich währenddessen bewege und die Bewegung dementsprechend auch angepasst ist, die Animation. So, zum Algorithmus. Wir brauchen gar nicht so viel. Was wir brauchen, ist eine einzige Variable, die muss global sein. Das ist ein NS-Mutable Array. Ich nenne es jetzt einfach mal Pfad, weil irgendwo müssen wir auch speichern, welche Koordinaten der Nutzer,
mitgesammelt hat, bevor er da angefangen hat zu swipen oder seine Bewegung zu machen, bis zum Ende. Die müssen wir irgendwo speichern. Die speichern wir in diesem Path. Dann haben wir insgesamt nur die ganz üblichen Standardmethoden, die Eventhändler, Touches Began, Touches Move brauchen wir dafür und Touches Ended. Die ersten beiden sind erfreulich kurz, die Touches Ended ein Hauch komplizierter, lass es mal so 2, 3 Zeilen mehr sein. Und ansonsten die Hauptmethode ist Metrics from Path. Komme ich später dazu, warum die so heißt. Die Idee ist, dass wir im Prinzip diese Koordinaten immer weiter kleiner skalieren, bis wir anschließend ein ganz kleines Raster haben und daraufhin auch daraufhin aufgrund dessen das Zeichen dann eben auslesen können. Und jetzt möchten wir einfach mal kurz in die verschiedenen Methoden reinschauen. Jetzt wollen Sie sich auch nicht wundern, warum ich so schnell war, denn dieses Slide sollte nur zeigen, wir kommen zu Touches Begin. So, die sieht ganz einfach aus. Wir haben unseren Pfad. Der muss am Anfang einfach nur gelöscht werden für jedes Mal, wenn ich neu aufsetze. Ist ja klar, mehr muss da nicht gemacht werden. Und ansonsten leitet dieses Touches Begin einfach auf Touches Move weiter. Mehr muss man dir unbedingt nicht machen. Das ist einfach nur ein ganz kurzes Reset. Dann bewegt sich der Finger. Und in Touches Moved passiert jetzt Folgendes. Ich hole mir, hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gemacht, ich hole mir das Touches-Objekt, lese daraus den aktuellen Punkt aus, die Koordinaten hier, Point X und Point Y, und mache nichts anderes, als dass ich diese Koordinaten als Array, als in mein NS-Mutable Array in dieses Path reinschreibe. Das heißt, ich sammle ganz stupide jede einzelne Koordinate. Ja, das ist ja auch noch nicht schwierig. Interessant wird es ja erst, wenn man das Ganze dann später ausliest. So. Und wenn der User dann den Finger abhebt und diese, ich nenne es auch gerne die Choreografie, die er davor gibt, eben beendet hat, dann landen wir in der Touches Ended. Und da rufe ich jetzt diese Metrics from Path auf. Ich habe einen Rückgabewert, das wird ein String sein. Kommen wir nahe dazu, warum das der Fall ist. Und ich möchte jetzt, dass diese Methode aufgerufen ist und ich übergebe dabei diese Path-Array. Und dann gucken wir dann gleich mal in den Metrics from Path rein, was da geschieht. Als erstes möchte ich den Raum eingrenzen von Startpunkt bis Endpunkt, einfach um erstens schneller zu sein und vor allen Dingen hier zu sagen, hier ist unser 0-0-Punkt, unser neuer Origin bei der Betrachtung und hier ist unser 100%, 100%. Wir wollen also die Koordinaten einrahmen. Ich werde gleich zeigen, warum das der Fall ist. Das machen wir mit Folgendem. Ich habe ein Max-X, ich habe ein Max-Y, ein Min-X und ein Minimum-Y. Das sind jeweils links und rechts und oben und unten die Begrenzungsvariablen. Am Anfang natürlich Max muss 0 sein, weil mit der ersten Koordinate, ich werde es gleich vergleichen, ich renne durch alle Koordinaten durch, ist die größer, ist die kleiner. Also muss der Max-Wert möglichst klein sein am Anfang und der Minimalwert möglichst groß. Noch ist das Retina-Display nicht so groß, dass die Auflösung von 10.000 Pixeln reicht. Mal sehen, wie es in 5 Jahren ausschaut. Deswegen habe ich es erstmal auf 9.999 Pixel angesetzt. So, das ist die Begrenzung. Dann passiert Folgendes. Ist jetzt eine ganze Menge Code, den man hier sieht. Diese Punkte oben stehen jetzt dafür. Die Punkte stehen dafür, was ich gerade eben definiert habe mit dem Int Max und Y. Ich möchte jetzt das Ausmaß des Aktionsfeldes berechnen, deswegen renne ich durch mein Array durch, was ich übergeben habe, diese Path Points oben, und vergleiche jetzt jede einzelne Koordinate, ob die sich im Feld befindet, was bisher vorgegeben ist. Also befindet sich es außer dem bisherigen Rahmen? Ja, dann muss ich den Rahmen erweitern. Befindet er sich innerhalb, dann ist alles in Ordnung. Mehr mache ich in dem Moment nicht. Klare Sache, oder? Ja, also ganz simpel. Das lernt man hier im Einsteigerbuch. So, und was ich jetzt als nächstes machen werde, ist, ich werde dieses Feld nun rastern. Jetzt ist auch klar, warum wir das jetzt eingegrenzt haben, weil wir einfach von 0,0 bis zu 100% jeweils die Koordinaten verteilt haben möchten und alles, was drumherum ist, brauchen wir nicht und dementsprechend kann ich auch das Raster jetzt schöner gestalten. Dieses Raster machen wir wie folgt. Ich renne ein zweites Mal durch diese Punkte. Das heißt, ich habe jetzt im ersten Mal, wenn wir im Punkt oben, wir haben jetzt dieses Raster bestimmt, ich habe meinen Min-X, Min-Y-Wert und den brauche ich jetzt in der zweiten Schleife, in der ich durch alle Koordinaten renne, einfach nur nochmal, um zu vergleichen, ich habe den Integer-Wert, befindet sich es in diesem Viereck, in diesem Viereck oder in diesem Rechteck. Also im Prinzip schaue ich jetzt, in welchen Feldern sich jeweils die Koordinaten befinden. Mehr ist es nicht. Hier noch ein kleiner Trick für den Fall, dass es irgendwo zu schafft. Mir ist noch keiner begegnet, aber wirklich schafft, dass eine Bewegung komplett kerzengerade schafft, dass es wirklich, dass hier 0 rauskäme, habe ich einfach nochmal 0,01 addiert, um Division by Zero Error zu verhindern. Brauchen wir gar nicht irgendeinen großen On-Error-Händler, das reicht normalerweise. Und dann teile ich das Ganze durch 3 und habe in dem Moment ein kleines Raster.
und krieg für die x-Werte raus, also Werte von 0 bis 2 und für y-Werte 0 bis 2 und habe dann in dem Moment mein Raster hier. So, wenn ich was Diagonales zeichne, ist es ja auch ganz schön. Schwierig wird es, wenn ich jetzt eine Bewegung nach rechts mache. Dadurch, dass sich dieses Raster komplett bewegt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach riesig, dass ich in meiner Rechtsbewegung fast in allen neuen Feldern Bewegungen habe, Koordinaten habe, weil ich einfach nicht so genau sein kann. Weil das Raster von speziell in diesem Fall oben min y und max y so gering ist, dass ich da, also kann man kaum raus auslesen. Dementsprechend müssen wir ein bisschen Toleranz da anwenden und sagen, für den Fall, dass die Bewegung nur nach rechts ist, also kaum Bewegungsumfang, vergrößern wir das Raster etwas künstlich. Und in diesem Fall habe ich einen Min-Wert angepasst, den setze ich jetzt einfach minus 100 Pixel. Und dann weiß ich, eine Rechtsbewegung findet immer in den unteren dreien Vierecken statt. Dementsprechend andersrum, wenn ich nach oben und unten Bewegung habe, findet die immer von hier ausgehend nach oben statt, also in den Feldern links oben, ganz links Mitte und ganz links unten. Das ist die Idee. Das macht man auch ganz einfach. Hier, da waren wir bis gerade eben. Ich vergleiche, nachdem ich durchgerannt bin durch die Variablen, if max, also wenn es kleiner ist als minus 40, dann einfach minus min x und min y jeweils minus 100 Pixel. Ganz kleine Sache, also keine große Sache. So, schauen wir uns das Diagonale mal an, weil es noch ein bisschen einfacher ist. Was ich jetzt als nächstes mache, ich verteile diesen Feldern Buchstaben. Ich habe jetzt einfach mal durchnummeriert von A, B, C bis L bis I. Ich könnte auch Namen vergeben, Farben, ist völlig Schnurz. Wichtig ist nur einfach, dass wir nachher ein schönes Raster haben. Ganz chronologisch, oberste Feld hat A, B, C, D, E, F, G, H, I. Und was ich jetzt im nächsten Schritt mache, ich renne jetzt wieder durch die Punkte, ich schaue jetzt, ich habe jetzt alle Punkte, die sicher drin sind, in diesem Viereck zusammengefasst und möchte es nun benennen, nenne es A. Und dafür brauchen wir, das sind wir jetzt in der Matrix and Path wieder, drei Strings. Das eine ist der Code-String. In dieser Variable wird eine A drinstehen, beispielsweise A, F, I, G, H, H, I und so weiter. Also im Prinzip die Rasterfelder zusammengenommen, die ganze Choreografie ergibt. Dann habe ich hier den String addCode, der ist am Anfang noch leer. AddCode ist einfach nur das aktuelle Zeichen, in dem ich mich befinde, während ich durch die Punkte renne. Ich schaue mir die Koordinate an, welchen Buchstabe ist das, und diesen Buchstaben schreibe ich in Addcode rein. Und dann später brauche ich noch zum Vergleichen, ob der übereinstimmt mit dem bisherigen Last Added Code. In diesem Fall habe ich ein Ausrufezeichen reingesetzt, weil am Anfang sollten die möglichst nicht identisch sein. Dann, wie gesagt, renne ich durch die Felder und dann haben wir ganz einfach einen Switch. Switch x plus y mal 3, also Spalte plus Zeile mal 3, dann habe ich mein Dreifeld. Und für den Fall, dass ich im Feld 0 bin, setze ich ein A rein. Für den Fall, dass es 1 ist, B. Für den Fall, dass es 8 ist, kommt dann halt ein I. Und Default gibt es ja hoffentlich nicht. Da müssen wir schon sehr fingerakrobatisch sein, um da irgendwie ein Default rauszukriegen. Und dann mache ich nichts anderes. Ich habe hier diesen Addcode. Und was ich mache, ich ergänze meinen Code-String, String by Appending String mit Addcode. Also ich habe klare Sache. Bedarf normalerweise keine Erklärung. So. Dann haben wir beispielsweise folgenden Code für eine Bewegung nach rechts, habe ich G-G-G-G-I. Und damit kann ich im Prinzip auch noch nicht so viel mehr anfangen als bislang, weil alle Koordinaten habe ich jetzt einfach nur in Buchstaben umgewandelt, jetzt müssen wir das noch ein bisschen filtern. So würde eine Diagonale beispielsweise aussehen, A, B, I, rechts runter. Nicht besonders schön. So. Damit wir nicht so lange Strings haben, habe ich jetzt dieses Code mit dem Addcode hinzufügen noch in eine kleine If-Abfrage reingesetzt. Für den Fall, dass der aktuelle Code, der aktuelle Buchstabe gleich, also nicht gleich ist, hier das Ausrufezeichen, mit dem zuletzt hinzugefügten Code, dann soll es einfach nicht hinzufügen. Zwei Zeilen Code mehr, kein großer Hinweis. Und dann haben wir hier GHI, ist für einen Code für nach rechts. Und ABEI beispielsweise ist der Code für rechts runter. Zumindest wenn man es so zeichnet wie hier. So, jetzt wird es langsam übersichtlich. Jetzt könnte ich ja theoretisch schon abfragen, if Code gleich A, B, E, I, dann gleich rechts runter, irgendwas da in der Art zu machen. Ist schon relativ simpel jetzt, dass man da einfach zugreifen kann. So, aber natürlich, die meisten Spieler sind Touch-Akrobaten. Es macht natürlich keiner exakt eine Bewegung mit A, E, I oder A, B, I. Es kann da Codes rauskommen wie A, B, F, I, A, B, I, A, I, A, F, I, A, D, I, A, D, I. Und wir möchten natürlich jetzt nicht all diese verschiedenen Strings abfragen. Ifs kosten Zeit. Und dementsprechend will ich das noch einmal filtern, indem ich jetzt
Folgendes mache. Immer wenn diagonale Wege sind, also A, B, E beispielsweise, dann schmeiße ich das B raus bei B zu F und ich berühre dabei das C, soll das C rausverschütten, hier das D, also ganz klar im Prinzip diesen kleinen Zwischenschritt, den schmeiße ich da raus. Es sind gar nicht so viele Schritte, es sind insgesamt, da habe ich nochmal einen größeren Moment, nee, es sind insgesamt nur 16, man meint, das sind jetzt unendlich viel, aber wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das Ganze natürlich auch noch rückwärts, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, das heißt, mehr muss ich gar nicht abfragen, das machen wir mit folgenden 5 kleinen Zeilen Code. Ich habe ein Array, das nenne ich Original, da sind diese ganzen Überflüssigen drin, also ABE, ADE beispielsweise, und habe einen Filtercode, AE, AE, das heißt ABE schmeiße ich das B raus, aus ADE schmeiße ich das D raus. Ich habe es hier ein bisschen kleiner gemacht, damit es alles schön in eine Zeile passt und nicht so ein furchtbarer Codehaufen ist. Und es sind einfach nur 2 Arrays, die ich hier als String angebe und dann über Component separated by String brenne. Und dann folgende Zeile, ich hüpfe durch dieses Array, schau, ob das in meinem Code vorkommt und ersetze alle ABEs durch AE beispielsweise, alle ADEs durch AE, ganz einfache Sache. Und daraufhin habe ich dann, und anschließend hier unten kann ich den Code zurückgeben an meine Touches Ended. Und so sieht das Ganze dann aus. Dann habe ich tatsächlich eine Diagonale, die durch die Felder AEI geht. Und ich brauche jetzt nur noch abfragen, if eingegeben AEI, dann mach eine Bewegung nach rechts unten. Oder in diesem Fall vielleicht ein Backslash oder irgendwas in der Art, was man eben rein interpretieren möchte. So, und Touches ended. Erste Zeile, wir erinnern uns, da haben wir diese Matrix from Path ausgegeben und wir haben jetzt diesen String zurückgekriegt, diesen Code-String. So, und jetzt in diesem Fall frage ich nur 2 Gesten ab. Wir hatten gesagt, rechts ist jeweils die unteren, GHI, und nach links ist in diesem Fall andersrum. Das heißt, ich mag jetzt nur auf diese beiden Codes vergleichen. Die Codes, die ich abfragen möchte, die muss ich halt natürlich vorher definieren. Die habe ich in diesem Fall in dem Array PathCode drin. Und ich habe jetzt auch noch eine Interpretation davon. Die setze ich hier rein. GHI entspricht rechts und IHG entspricht links. Und das war es schon. Ich mache jetzt genau das Gleiche, was ich vorher beim Filtern habe. Ich laufe jetzt wieder durch diesen String durch und schaue an. Gestures am Anfang, Punkt, 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 Fragezeichen. Das soll er mir zurückgeben für den Fall, dass er die Geste nicht erkannt hat. Lauf durch diese Punkte, durch meinen Code oben durch und vergleiche nur einfach, welches ist es. Und für den Fall, dass ich einen String habe, der heißt GHI, dann soll er mir ausgeben rechts. Und das war es dann. Also hier unten fehlt noch ein kleines NS-Log. Und das Ganze sieht dann so aus. Also beispielsweise sind es verschiedene Codes, die man da jetzt eingeben kann. Keine Sorge, die müsst ihr nicht alle selber haben. Ich habe auf meiner Webseite iosgames.de habe ich eine ganze Tabelle mit zugänglichen Zeichen, mit verschiedenen Ziffern und so weiter, sodass es hier todsicher ist, dass da, also dass ein Kreis auch wirklich erkannt ist. Das können wir gleich mal sehen in der kurzen Demo. Ja, hat natürlich ein Weilchen gebraucht. Für eine 8 ist besonders komplex. Das sind jetzt allein die 19 Zeichen, wenn man so ganz klassisch anfängt, oben und dann eben diese Wege so geht. Das O ist in dem Moment der Code für den Fall, dass ich oben anfange. Wir sehen entsprechend, welches Spiel man machen möchte. Also für ein Kampfspiel beispielsweise ist vielleicht sinnvoller, unten anzufangen, wenn da irgendwie das Schwert so gehoben werden soll. Und vielleicht nicht von oben oder einfach von oben, zack, runter. Muss man dementsprechend natürlich anpassen. Der Code selber ist ja kein Problem, wenn man sich eigene Symbole gestalten lassen möchte. Da gibt man sich einfach diese Gesture aus. In diesem Fall nicht hier dieses Punkt, 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 Fragezeichen, sondern rechnet sich das einfach runter und gibt dann einfach den Code aus, weil man weiß ja selber, was man in dem Moment zeichnet. Ist also relativ simpel und guckt mal, kam dieser Code schon vor oder nicht. Muss ja nicht immer eine 8 sein. So, schauen wir uns das Ganze mal an, wie so eine Demo aussieht. Hier habe ich jetzt, damit man den Mauszeiger besser sieht, noch den doppelten rein, deswegen nur den beachten, der mit dem Mauszeiger ist. Hier rechts gebe ich die Ausgabe, jetzt habe ich eine Bewegung, die geht ein M, erkennt er mir. Das ist ein Z, hat er mir auch erkannt, ein N, jetzt haben wir einen schönen Kreis, ja, mehr oder weniger schönen Kreis, mehr ein Osterei, hat er als Osterei erkannt, ein bisschen kleiner, ein bisschen eckiger, erkennt er auch als Kreis, also er ist relativ flexibel, es sind natürlich auch einfache Gesten, einfache Symbole, aber irgendwas Komplexeres möchte man ja in Spielen auch gar nicht. Interessant ist eigentlich fast immer nur irgendwie so ein Z oder ein Kreis, einfach für bestimmte, ich sage jetzt mal organische Bewegungen, die so ein bisschen zickzack sind oder eben einen schönen, einen runden Schwertschwung haben beispielsweise. So, für was kann man es beispielsweise anwenden? Jeder hat es vielleicht früher schon mal gespielt, Winter Games. Das wäre jetzt beispielsweise eine Idee, wie man Winter Games für iOS portieren kann. Wer sich erinnert, vielleicht, wer das früher gespielt hat, das war so Joystick nach links oben und Feuer zum Abspringen, dann halten, 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 wenn man runterkommt, dann plötzlich Joystick nach oben. Wäre jetzt möglich, sowas beispielsweise direkt live auf dem Screen zu zeichnen, einen Kreis und hoch zum besser auffangen und
links ein Kreisel sollte drehen und ich kreise so lange, ich kann es abfragen, hoch zum Wiederaufstehen, rechts zum Wiederweiter. Das ist beispielsweise eine schöne Idee, wie man das Spiel so relativ intuitiv steuern kann im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, ursprünglichen, also selbst diese Idee mit dem Joystick damals war ja doch ein bisschen nein, nicht so intuitiv. Es gab ja Gott sei Dank auch leider nur neun Richtungen, aber hier wird es eine Möglichkeit, wie man sowas einfach schön gestalten kann. Es wurde in ähnlichen Ansätzen bei den diesjährigen Londoner Sommerspielen ein bisschen angesetzt. Ich weiß nicht, ob jemand die App damals runtergeladen hat. Die hat ein sehr schönes, kostenloses, es war wie Summer Games so ein bisschen, auch schön mit 3D gerendert oder so, ein paar komische, ulkige Männchen, die da mitgeschwommen sind und also schwimmen war damit so Gesten, dass man swipen musste und so. In der Art war es schon ein bisschen umgesetzt, aber so was Komplexes, wie jetzt beispielsweise irgendwelche Figuren oder Kunstturnen und so weiter, das wurde da ein bisschen leider ausgelassen. Hätte ich mir gewünscht, wenn sowas da rangekommen wäre. So, wie kann man sowas für in Echtzeit jetzt beispielsweise für Kampfspiele machen? Ich sage, es ist ja so, ein Kampfspiel macht natürlich keinen Spaß, wenn ich meine Geste erst zu Ende machen muss. Ja? Das heißt, mein Held steht so da, ich zeichne meinen Kreis und erst wenn ich fertig bin, hol da aus und köpfe den beispielsweise, wie Barbarian oder sowas von früher. Ist natürlich, gerade wenn man sehr reaktionär, also sehr, sehr schnell agieren muss, ist natürlich ziemlich sinnlos, diese Steuerung. Dementsprechend muss man das Ganze jetzt noch in Echtzeit umsetzen. Ist auch kein großes Problem. Diese Matrix from Path-Funktion hauen wir statt in Touches Ended einfach in Touches Moved. Gibt natürlich am Anfang völliges Chaos, klar. Jetzt kommt natürlich darauf an, wie man darauf reagiert. Da sind die Grafiker bei solchen Spielen beispielsweise gefragt. Ich mal das ganz kurz zeigen hier. Das passiert, wenn man das Raster wird praktisch live on stage extra gerendert, während ich das Ganze jetzt noch nicht abgesetzt habe, also meinen Finger noch drauf bewege. Also ich habe da ganz lange dran gesessen. Ich muss jetzt nochmal hier zeigen. Ich sehe nicht, ist doch der Hammer. Dieses Grün, schreiend. So, okay. Brutal, brutal gut. Also, so. So, das ist die Grafik. Wir haben jetzt hier ein Sprite aus einer Isometrieperspektive und das bewegt sich jetzt wie folgt. Es schaut jetzt gerade nach rechts und wenn ich meinen Finger nach rechts swipe, soll es im Prinzip einen Schlag nach links machen. Entscheidend sind diese Schlüsselbilder hier 1, 2 und 3. Dreimal merken, da, ja, schwarzer Schatten auf schwarzem iPhone. Da, dieses hier. Mal kurz merken, das werden wir noch mal nächsten zwei, drei Slides brauchen. Das ist das entscheidende Schlüsselbild. Das heißt, ich frage jetzt meine Bewegung ab. Ist die Bewegung lang nach rechts gezogen, indem ich beispielsweise eine große Differenz habe zwischen Max X und Max Y, Max X und Min X, dann ist für mich klar, ich bewege mich nach rechts. Ich mag, beziehungsweise mein Sprite schlägt, holt nach links aus. Jetzt könnte aber sein, dass ich beispielsweise mittendrin, ich habe es jetzt übergroß gezeichnet, dass ich einfach nur so einen Stechhaken machen möchte. Ja? Das heißt, der Finger bewegt sich nach rechts, geht schnell wieder nach links. Das sind unsere drei Schlüsselbilder. Das ist die Anfangsbewegung. Die muss exakt gleich sein. Das heißt, Symbole, die ähnlich anfangen, meistens Bewegung nach rechts, nach oben, nach unten und so weiter, sollten ungefähr die gleiche Animation haben, damit das Ganze flüssig rüberkommt. Bei dem Schlüsselbild ist dann die Entscheidung, bewegt es sich weiter nach rechts oder bewegt es sich mittlerweile nach links. Und in diesem Fall, für den Fall, dass es sich hier nach links bewegt, einfach in die Gegenrichtung neu animieren und zustechen. Wenn ich mich nach rechts bewege, selbst die kleinste Kreisbewegung fängt am Anfang nach rechts an. In diesem Fall habe ich jetzt hier eine Rechtsbewegung. Ich gehe nach rechts am Anfang, gehe dann nach oben und bewege mich rundum. Die ersten drei Schlüsselbilder sind wieder identisch, 1, 2, 3. Und hier stellt man dann irgendwann fest, okay, mein Daumen geht nach oben. Das heißt, die nächste Bewegung ist da. Das heißt, es könnte ein 180 Grad Rundumschlag sein. Und wenn er dann immer noch nicht ablässt und sich der Daumen dann irgendwann nach links bewegt oder Zeigefinger, dann mache ich meinen Rundumschlag und komme in meine Originalposition wieder an. Das heißt, für uns Programmierer ist das Ding eigentlich gar kein Problem, das Ding in Echtzeit umzusetzen. Gefragt sind die Grafiker bei Computerspielen, also bei Videospielen, weil die eben dafür sorgen müssen, dass die Bewegungsabläufe am Anfang identisch sind oder einfach von der Idee ähnlich. Es kann auch von mir so sein und dann ganz kurzer Ruck und dann irgendwie anders bewegen, dass das Spiel eben noch Entscheidungsfreiheit hat. Aber der Grafiker ist gefragt und muss natürlich ein riesen Archiv abliefern. Macht ja keinen Spaß, was zu animieren, das ist immer ätzend, dass man da eben relativ schnell reagieren kann, ist die Idee. Fragen soweit? Gut. Dann, naja, 30 Minuten ist auch ein Rekord. Ich bin schon fast durch, ich möchte einfach nur ganz kurz auf mein Buch nochmal hinweisen. Wer sich für diesen Code interessiert, er ist auch im Buch abgebildet, beziehungsweise Sie könnten auch einfach runterladen auf iOS Games. Ich habe ihn hochgestellt, im Buch ist er für Cocos 2D drin, weil da gab es mit Koordinatentransformationen, da ist ja Ursprung ein bisschen woanders, könnten einfach da runterladen, dem auf iOS Games drauf geht und da habe ich habe ihn eigentlich noch nicht abgeschickt, werde ich nachher noch einen Post schicken, in der dann der Code direkt verlinkt. Das ist ganz einfach, wie gesagt, es sind nur 20, 30 Zeichen Code, mehr ist es nicht.
Und ihr müsst euch das Buch auch gar nicht kaufen. Ich falle es meinem Verlag einfach mal in den Rücken. Die ganzen Games sind auf meiner Website zum Runterladen. Mit dem Code, mit dem Quellcode, mit den Projekten, mit den ganzen Grafiken. Also bedient euch schamlos. Auf die Gefahr, dass ich selber pleite bin danach. 2,5 Jahre für dieses dämliche Buch, ich muss schon sagen. Und auch, dass ich heute bin, ist schon eine Katastrophe. 2,5 Jahre, ja, tagsüber einen Job, nachts bis fast jede zweite, dritte Nacht bis 1, 2 geschrieben. Oh. Ich bin eigentlich 35, ich fühle mich aber wie 60. Und als ich dann heute gesagt habe, hey Schatz, ich habe im Sommer meinen Vortrag eingereicht, habe ich versucht, jetzt künstlich in Länge zu ziehen, ja, noch so 2, 3 Minuten. Als ich im Sommer meinen Vortrag, ja, hier, Makun möchte meinen Vortrag haben. Ja, super, Mensch, ich bin so stolz auf dich, was findet statt? Ja, am 27.10. Aha, ist auch mein Geburtstag. Und ich, ja. Oh. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich, also wenn das irgendwie noch Fragen sein sollten, ich bin jetzt mal durchgehuscht, haut die Fragen jetzt raus, denn um 18 Uhr geht mein Zug, um meine Ehe nicht zu gefährden. Ja, und ja, irgendwelche Fragen zu dieser Sache. Zu dem Code oder zu dem Buch oder zu mir oder warum ich so bin und warum ich nicht größer als 64. Ja? Achso, Mikro erst. Warum keine Gesture-Recognizer? Ja, kann man machen, muss nicht. Die Sache, also nee, die Sache ist, die Swipen und so weiter geht, aber ich sage jetzt mal, das waren jetzt einfache Symbole, so ein L und so weiter, kann man mit Gestures nicht so ideal abrufen. Deinen eigenen, Ach so, selber bauen. ob du Warum? damit Probleme hattest, weil er Nö. dafür Also, gedacht wäre. ja, also die Sache ist die, das ist relativ flexibel. Ich habe das Ding auch in HTML5 beispielsweise nachgebaut. Ich habe das Ding auch für Android nochmal nachgebaut. Nicht jeder hat, ach so, ja gut, war jetzt nicht die Antwort. Ich wollte es einfach nur zeigen, wie der Code ist. Natürlich lässt sich sowas ausbauen. Ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn irgendjemand den Code runterlädt und sagt, hier, ich hause mein eigenes Buch. Ist doch frech, aber habe ich kein Problem mit. Ich habe auch kein Problem, wenn jemand sich die Spiele runterlädt, kompiliert und direkt so ein App Store hochlädt. Also die sind wirklich, ich nenne es jetzt einfach mal Open Source und kann jeder runterladen und weiterentwickeln, wie er möchte. Wenn du da Lust hast, einen Recognizer draus zu machen, mach gerne. Ich wollte einfach nur zeigen, wie sowas geht und dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wie es immer ausschaut. Ah, noch eine Frage. Wir hangeln uns an die 17:30 ran. Ich hab's Mikro. Hedge. Ach da, gut. Oh, Entschuldigung. Ja, dann hier, nächste Frage. Ja, wir haben das ja jetzt gesehen mit den neuen Feldern. Bringt das irgendwie was, diese neuen Felder aufzublasen? Also jetzt 4x4, 5x5, bringt das irgendwas von der Genauigkeit her oder so? Also, man kann fast das Alphabet komplett durchziehen, indem man, also Alphabet, beispielsweise Buchstaben. Ich kenne immer noch einen Palm Pilot von früher. Da hatten wir ja so, es kommt darauf an, ob der User jetzt lernen möchte. A war beispielsweise so eine Geste. Man kann die Buchstaben tatsächlich alle so auf neun Felder runterrastern, dass sie zu unterscheiden sind. Es gibt ein bisschen Probleme bei einem G und bei einem Q beispielsweise, aber G und Q kann man schon dadurch unterscheiden, dass man beispielsweise einmal kurz absetzen muss. Also es gibt noch die Möglichkeit, einen Flag zu setzen und zu sagen, ich habe den Buchstaben noch nicht erkannt, mal sehen, was er als nächstes macht. Und wenn dann beispielsweise so ein kleiner Schrägstrich nach unten kommt, dann kann man sagen, okay, es ist Q, andernfalls vielleicht doch ein G oder sowas. Also für die einfachen Symbole reicht es. Ich sage jetzt mal, ein fünfzackiger Stern kann man erkennen. Aber es sind natürlich ganz viele Felder. Also ich meine, wer kann schon aus dem Stegreif einen Stern schön malen? Ja? Also das ist die andere Sache. Also einfache Symbole gehen auf jeden Fall relativ einfach in dieses neue Raster rein. Was ich noch zu diesem in Echtzeit sagen möchte, natürlich, wenn man jetzt jedes Mal, also je länger man natürlich jetzt so eine Geste macht und fünfmal dreht, beispielsweise kommt natürlich eine ganze Menge Koordinaten hinzu. Dieses neuner Feld funktioniert auch ohne Probleme, indem man sagt, ich nehme beispielsweise auch nur jede vierte oder fünfte Koordinate mit auf. Ich lasse einen Zähler mitrennen und sage dann, okay, jetzt ist er wieder bei Modular 9, Modular 0 und sobald Modular 0 ist, nehme ich die Koordinate. Das iPhone ist schnell genug. Es gibt diverse Smartphones, die sind nicht schnell genug, speziell wenn man es in deren HTML5 programmiert. Da kann es dann durchaus sein, dass eine Links-Rechts-Geste beispielsweise nur aus 2 Koordinaten besteht, bei komplizierten Gesten. Aber beim unter iOS hat man da sowohl im Browser als auch unter Objective-C null Probleme. Also die kann man sehr, sehr zuverlässig erkennen. Das ist ganz gut so eigentlich. War ich auch überrascht, muss ich zugeben, als ich es entwickelt habe. Ja, so hier, da. Dann formuliere sie mal anders, dass ich hier nochmal komme. Wir kommen auf die 17:30. Nein, wenn sonst keine Fragen sind. Also ich habe es mal probiert, auch auf 16 Felder aufzusetzen. Aber ich sage mal, die Anzahl der zur Verfügung stehenden Codes, die man dann auch dem Programm trainieren muss. Ja, also diese eine Tabelle hier, die wird natürlich dann, gerade so eine 8 wird natürlich ellenlang dadurch. Wo hatte ich sie?
irgendwo da, na komm, also hier so eine 8, wenn man die auf 16 Felder macht, ich meine, so eine 8 hat ja schon, besteht ja schon aus mindestens 7, 8 Zeichen, macht ja keinen Spaß. Man muss die am Anfang natürlich selber rausrendern, wobei ich sage, also das Alphabet hatte ich in grob 14, 15 Minuten durch. Es geht wirklich schnell, wenn man da, man lässt am besten nochmal schön Frau ran, solange sie mit einem noch zusammen ist, oder Tochter, Sohn, Kumpel und so weiter, weil es gibt ja verschiedene Arten, manchmal Buchstaben zu zeichnen. Der eine setzt einen Haken anders auf ein V, der macht es ein bisschen steiler als der andere. Einfach, dass man nochmal zur Qualitätssicherung drauf gehen kann, dass es nicht irgendwelche Deppen gibt, die so ein Zeichen völlig verkehrt malen und sich dann wundern, warum es nicht geht. Aber ich sag mal, speziell im Bereich der Spiele ist es so, dass natürlich die User auch ein bisschen trainiert werden dadurch. Und natürlich wird auch gern großfreizig, also großräumig gezeichnet auf dem Touchscreen, der Erfahrung nach. Und dann tritt das 9er Raster auf jeden Fall super hin. Ja. Hat sich noch jemand gemeldet? Jetzt machen wir nicht, dass wir hier Überstunden machen. Ja. Ganz dumme Frage. Hast du es auch mit kleinen Buchstaben programmiert, mal versucht? Nee, muss ich sagen, nee. Aber vom Raster dürften die auch kein Problem sein. Also das Problem ist natürlich, jetzt muss man mal sagen, 9 und kleines G lässt sich dadurch natürlich nicht unterscheiden. Also mit kleinen Buchstaben, die großen Buchstaben sind natürlich, unterscheiden sich viel eklatanter als die kleinen voneinander, ist natürlich klar. So ein B und ein D ist kein Problem. Aber sobald beispielsweise auch Ziffern mit dabei sind, wird es schon ein riesengroßes Problem. Eine 1 und eine L beispielsweise, ein kleines, kann schon schwierig sein. Nee, ist schwierig. Und wenn man aus der 1 oben das Häkchen noch drauf besteht, kann es mit der 7 wieder Exklamationen geben. Also ein 2 und ein Z, schwierig. Also würde ich in diesem Fall nicht machen. Also nicht bei kleinen Buchstaben. Dann, wie früher bei Palm Pilot, würde ich vorschlagen, ein Swipe nach oben, dann das Großbuchstabe, Swipe nach unten, Kleinbuchstabe und trotzdem die Großbuchstaben verwenden und dann eben klein ausgeben als Idee. Komm, wir sagen jetzt Feierabend. 1, 2, 3, Feierabend. Schönen Abend.